Das Fan03 tanzt um den Titel Dancing Stars 2006. Manuel Ortega und Kelly Kainz. Now I'm in the time of my life. No one ever felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. I've been waiting for so long. Now I finally find someone to stand by me. Saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I tell you something. This could be. Manuel Ortega und Kelly Kainz, weiß nicht, ob Sie einer Meinung mit mir sind, aber wenn man euch so sieht, glaubt man wieder an Märchen. Das war wirklich für alle mit Herz, mit Gefühl. Aber da kommen Tränen. Kommen da schon Tränen? Nein. Wenn du Sieger wirst, würdest. Nein, wir reden nicht von der Kärntner Straße. Ich darf nicht von der Kärntner Straße. Nein, wir reden nicht von der Kärntner Straße. Obwohl, lieber Chef, wenn er Sieger wird, möchte ich das moderieren. Bitte, bitte, bitte. Wirst du ein Tattoo noch irgendwo machen, Kelly, wenn du gewinnst? Muss man überlegen. Ein bisschen Platz haben wir ja noch. Würdest du dir das wünschen? Nein, nicht wirklich. Okay. So, es gibt keine Punkte mehr, es gibt nur noch... Schade. Schade, sagt Hannes Nettball. Warum Hannes Nettball? Ich kann es ja jetzt sagen, ich will das Publikum nicht beeinflussen, aber ich würde heute wieder eine 10 geben. Ich würde eine 10 geben. Und also, John Travolta von Oberösterreich. John Travolta von Oberösterreich. Tolle Effekte, gute Show, ich kann nur gratulieren. Danke. Danke, Hannes. Harald Serafin, das ist das erste Mal, seit du dabei bist, dass der Hannes Nettball die Latte so hochgelegt hat. Was kommt jetzt von dir? Ich hätte mitgezogen, glatt mitgezogen, ich bin vollkommen Ihrer Meinung. Und muss sagen, es war ein beglückend, fast erotischer Tanz, der Flecken auf alle Fälle im Parkett hinterlassen hat. Und es ist ein schöner Abschluss jetzt für dieses Duett. Ich glaube auch, es könnte eine Elfer sein, ein Elfer. Ich werde mal das zusammen. Danke, Herr Serafin. Was sagt Nicole Burns-Hansen? Gut, ja.
Was sagt die Nicole? So, super. Nur ganz kurz, ich habe Gänsehaut gekriegt beim Zuschauen und das ist super und spitze, hat mir sehr gefallen. Und noch zu Kelly, ich musste dem Herr Serafin sagen, nach dem Tanz, bitte Mund schließen, es ist fertig, jetzt wieder. Okay, na was war, ich bin stolz auf euch. Okay, Dankeschön Nicole. Thomas Schäfer-Ellmayr. Ja, mir hat besonders gefallen, dass es eben keine Kopie von Patrick Swayze war, sondern so immer noch ein bisschen was von dem Paso Doble drinnen gesteckt ist in der Geschichte. Diese Spannung und auch diese Ernsthaftigkeit, es war weniger dieses weiche Flirten, wie das in dem Dirty Dancing Film eben der Fall war. Das war was ganz Eigenständiges, Wunderschönes. Bravo. Dankeschön, Thomas Schäfer-Ellmayr. Das letzte Mal an dieser Stelle. Danke, Kelly. Danke, Manuel. Meine Damen und Herren, Manuel Ortega und Kelly Kain. Lassen Sie mich bitte wiederholen. Für Sie zu Hause noch einmal, meine Damen und Herren, die Jury wird jetzt keine Punkte mehr geben können. Das heißt, Sie entscheiden jetzt in diesen nächsten Minuten, wer wird Dancing Stars 2006. Wenn Sie Manuel und Kelly als Dancing Stars 2006 sehen wollen, dann sollten Sie anrufen unter 0901 05 909 und die 03 für Manuel und Kelly. Eine einsame Miriam da hinten. Und das letzte Mal sage ich Hallo zurück. Oh. Oh. Jetzt werde ich auch sentimental. Das war euer letzter Tanz bei Dancing Stars. Wie geht's euch jetzt? Druck komplett weg oder jetzt das Zittern, weil in wenigen Augenblicken die Entscheidung fällt? Na, wir haben alles, wir haben die letzten Monate alles gegeben, irgendwie weit über die Grenzen des, das, was man glaubt, dass man fähig ist. Es war eine super schöne Sendung. Ich kann nur jeden danken, der da mitgewirkt hat, vom Orchester, das toll gespielt hat. Maskenbilder, ich kann jetzt gar nicht alle aufzählen, weil so viel Zeit haben wir gar nicht. Aber es war ein traumhaft schönes, jetzt muss ich vor mir die Worte, es ist einfach schön, ein Teil davon gewesen zu sein. Und das ist einfach, es war die Zeit meines Lebens. Time of my life. Die Zeit deines Lebens. Du darfst auch weinen. Ja. Männer dürfen weinen. Ja. Männer müssen stark sein. Aber ich muss jetzt ganz stark sein, weil ich muss euch jetzt verabschieden. Ihr habt jetzt alles getan, alles, was in eurer Macht stand, um Dancing Stars 2006 zu werden. Ich bin Fan von euch, ihr habt das toll gemacht und ja, viel Vergnügen. Jetzt könnt ihr euch den zweiten Showtanz anschauen. Dankeschön, Panel 3, Manuel und Kelly. Der Applaus von mir nochmal.